ist blau. Hallo und herzlich willkommen bei Feuervogel TV mit dem dritten Spieltag Heimspiel gegen die New Yorker Phantoms Braunschweig in der NRW Arena. Die breite Brust dank des Auswärtssiegs beim MBC in Weißenfels mit einem Heimsieg noch verbreitern, das ist der Plan. Und der Plan von Phoenix Hagen geht auf. 3036 Fans in ein 89:78 und das Ergebnis klingt knapper, als das Spiel aussieht. Bei Phoenix ist Dino Gregory eine Bank, Larry Gordon hat einmal mehr eine eiskalte Hand und Bernd Kuhl scheint im Hagener Herbst seinen x-ten Frühling zu erleben. Ja. 40 Minuten richtig guter Basketball vom gesamten Team. Die Heimschlappe zum Saisonauftakt gegen Gießen tut zwar noch ein bisschen weh, mit den beiden Siegen in Weißenfels und jetzt gegen Braunschweig geht es am nächsten Spieltag in die Hauptstadt. Nach den Mavericks ist also Phoenix Gegner von Alba. Sind unsere Jungs da chancenlos? Frei nach Phantom Dennis Schröder? Nee, auf keinen Fall. Denn ich bin im Herz so Hagen. Zu deiner heutigen Leistung? Ja, in der Offensive habe ich ein paar Schüsse daneben gemacht. Aber sonst ja, war es ganz in Ordnung. Wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache, was zählt. Also ich denke, wir haben halt sehr schlecht verteidigt heute. Wir haben die halt laufen lassen. Und deswegen haben wir heute auch verloren. Wir haben richtig gut gespielt heute. Also wir haben 40 Minuten konzentriert eigentlich gespielt. Und ja, das auf jeden Fall. Ja, klar gibt es immer noch kleine Sachen, die wir verbessern können. Aber heute haben wir echt gezeigt, was wir drauf haben. Ich meine, wir haben Braunschweig geschlagen und haben die eigentlich weggeschossen aus der Halle. Ja, das auf jeden Fall. Yeah. Feuer, Feuer.